In diesem Video erfährst du, wie man mit Mängeln umgeht, das heißt, wenn du verkauft hast, wie kannst du sicher gehen, dass es keine Mängel im Nachgang gibt. Was ist ein Mangel? Mangel kann durchaus sein, wenn eine Beschaffenheit, die vermutet werden kann, nicht gegeben ist. Das heißt zum Beispiel, dass man Rohrbruch gehabt in einem Objekt und du hast dich darauf hingewiesen, dass eventuell Schimmel entstehen könnte durch einen Rohrbruch oder nach einem Rohrbruch, weil viel Wasser ausgetreten ist. Und das nicht explizit geführt oder geprüft wurde von dir, ob da jetzt wirklich auch Schimmel austritt oder nicht. Das könnte schon allein ein Mangel sein, wenn man nicht darauf hinweist. Was kann noch ein Mangel sein? Zum Beispiel ein altes Dach. Du hast ein Dach, das ist 60 Jahre alt, weil dein Objekt 60 Jahre alt ist zum Beispiel. Und man könnte dann darauf hinweisen, man müsste vielleicht darauf hinweisen, dass das Dach 60 Jahre alt ist. Und es könnte dazu führen, dass vielleicht eine Undichtigkeit entsteht und Wasser reinkommt. Wasser eintritt im Dach ist vielleicht eine Sache, die man sonst nicht erwartet. Das gewichten teilweise Gerichte auch als einen Mangel, einen versteckten Mangel. Daher ist immer ganz wichtig, dass du vor allem viel Zeit und alle Möglichkeiten den Interessenten gibst dabei, um eventuelle Nachforderungen und Mängelansprüche aus dem Weg zu gehen. Mängelansprüche bedeutet in der Regel, der Kaufpreis wird reduziert. Das heißt also, wenn du zum Beispiel jetzt an dem Beispiel Nummer 1 mit dem Wasserschaden, wenn sie jetzt da herausstellt, es gibt irgendeinen Schimmel im Objekt, der darauf zurückzuführen ist, dann müsste man alle Folgekosten, das heißt also einmal, die Wände werden geöffnet, die werden getrocknet, die werden vielleicht spezial behandelt von der Spezialschimmelfirma oder Antischimmelfirma, dann werden die Wände wieder verschlossen, die werden gestrichen, tapeziert, eventuell müssen die Böden noch raus. All diese Kosten und die Aufwände, die damit hat der Käufer, eventuell noch Gerichtskosten, Anwaltskosten dazu, die gehen zu 100% zu deinen persönlichen Lasten. Die musst du vollumfänglich übernehmen, mit allen Nebenkosten dazu. Beim Dach ähnlich, wenn da auf einmal das Dach undicht ist, genau dasselbe, man müsste den Schaden beheben, man müsste die Zusatzkosten dazu beheben, eventuelle weitere Kosten, alles was damit verbunden ist, ist von dir regresspflichtig zu 100%. Wie immer haben wir goldene Tipps, oder habe ich goldene Tipp für dich? Mein goldener Tipp dabei ist, wenn ein Interessent zu dir kommt, weise ihn darauf hin, er soll bitte einen Fachmann seines Vertrauens mitnehmen. Einen Architekten, einen Bausachverständigen. Es gibt ja mehrere Berufe, die wirklich Sachverstand haben bei der Baukunde. Ich würde komplett transparent damit umgehen. Ich würde sagen, besichtige, checke keine Bauteilsöffnung. Also das würde ich auf jeden Fall ablehnen. Ich würde nicht wollen, dass jemand einfach anfängt, in den Boden aufzumachen. Aber guck dir alles an, so viel wie du möchtest. Und nimm Experten dafür mit. Und ich mache es sogar ganz gerne. Ich habe es sehr gerne, wenn irgendwelche Experten dazukommen. Weil die kosten ja auch Geld. Das heißt, wenn jemand 500.000 Euro für jemanden, für einen Architekten ausgibt, der einfach eine Besichtigung mit dazu macht und einfach das Objekt bewertet, dann weißt du, der hat wirklich ein sehr großes Interesse an dem Objekt. Das macht keiner, der einfach nur gucken will, der ein Tourist ist. Ne? Daher wäre also unbedingt, weist darauf hin, er möchte bitte jemanden Sachverstand mitnehmen, er möchte alles prüfen, gib ihm genug Zeit. Mach bloß nicht den Fehler, dass du das sagst, ich habe eine Verknappung, ich mache das Zeitfenster zu knapp und er hat jetzt nicht die Chance, von mir aus den Dachstuhl zu besichtigen und so weiter. Ne? Lass ihn alle Baugewerke checken, prüfen, mit Fachleuten kommen, auch einen zweiten Termin eventuell, wenn er wirklich Interesse hat. Wie gesagt, das erhöht auf jeden Fall die Chance darauf, dass der ein wirklich starkes Interesse hat und du gehst einfach nur mal sicher, dass du nachher wegen Sachmangelhaftung nicht irgendwie nachher Angst haben musst, irgendwie ein Jahr, zwei Jahre später Briefe zu kriegen und irgendwelche Vollkosten noch zu übernehmen. Goldener Tipp Nummer 2, hol einfach einen Schadensverlauf von der Versicherung ein und leg dir mit dazu bei den Unterlagen, wenn die besichtigen. Die Versicherungen haben ja kompletten Schadenverlauf von dir, das heißt, fordere einfach an, lass dir von der Versicherung bescheinigen, welche Schäden das Objekt hatte. Hast du Wasserschaden gehabt, steht es mir drin. Das heißt, dann hast du in dem Fall ganz klar dem aufgezeigt, pass auf, es gab Wasserschaden vor 2 Jahren, das und das war betroffen, da ist ja die Summe, was im Regress erstattet wurde, steht alles ganz klar drin. Du hast ganz transparent darauf hingewiesen, welche Schäden im Objekt gab und damit hast du darauf hingewiesen und jeder hätte prüfen können. Das sind meine 2 goldenen Tipps dafür, mit denen fährst du eigentlich mal sehr gut. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück bei deinen Geschäften.